Willkommen zurück zur Heimattour aus Brühl. Gerade noch beim Bürgermeister im Rathaus und jetzt schon mitten im Grünen. Ja, und jetzt wird es richtig sportlich. Es gibt mich in den Kletterwald schwindelfrei. Viel Spaß. Wir sind da. Endlich angekommen. 20 Kilometer. Schön hier. Wetter spielt auch mit. Ja, wunderbares Wetter, wunderbares Wetter. Stau ist auch kein Problem gewesen. Kann man sich mal geben ab und zu. Jetzt geht's rein. Jetzt geht's rein. Was können wir denn heute erwarten? Was gibt's hier alles? Ja, heute gehen wir in den Kletterwald. Das heißt, wir haben drei verschiedene Parcours, die unterschiedlich hoch und von der Schwierigkeit her ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, und dann geht's ab in die Bäume, würde ich sagen. Welche körperliche Voraussetzungen muss man mitbringen? Ja, also man muss ein bisschen fit sein, aber an sich braucht man keine Vorerfahrung im Klettern. Man muss nicht irgendwie Spitzensportler sein. Da die Parcours ja unterschiedlich schwierig sind, kann man das selber einschätzen, wie weit man geht. Aber eine kleine Einführung muss man vorher machen. Ja, man bekommt eine ausführliche Einführung durch einen unserer Trainer und dann kann man losstarten, genau. Okay. Ja, Steffen hinter der Kamera, ich würde sagen, lass uns eingeführt werden. Das sieht jetzt ein bisschen aus, als würde er wie Sylvester Stallone in Cliffhanger einen 8000er besteigen. Ist diese unglaubliche Sicherung notwendig? Ja, definitiv ja. Ich bin es wert. Aber ich finde, manche Sachen sollten im Schlafzimmer bleiben. Ja, sieht doch gut aus. Was meinst du, Steffen? Was habe ich damit zu tun? Ja, okay, hast recht. Du ziehst das auch gleich noch an. Wir gehen nämlich gleich dort in den Wald. Ja, man fühlt sich auf jeden Fall sicher, sitzt feste. Mhm. Ja, also sitzt fest, aber hoffentlich noch so locker, dass du frei atmen kannst. Wichtig ist auch vor allem, dass es an den Beinen nicht zu stramm ist. Viele Leute ziehen da einen Trick dran und meinen, je fester, umso besser. Das stimmt nicht ganz. Wenn man mal irgendwo hängen bleibt und die Beine so eingeschnürt sind, die müssen ja auch noch ein bisschen, das Blut muss noch zirkulieren können, sonst werden die Beine irgendwann absterben. So, ne? Oder eine Thrombose auslösen, wie auch immer. Das wollen wir natürlich nicht. Nee, wie geht's jetzt weiter? Wir haben es jetzt angelegt. Genau. Was machen wir jetzt? Jetzt gibt es die Einweisung hier in unserem Einführungsparcours. Okay, machen wir das. Okay. Bevor Kasi Schneider jeden dahergelaufenen Klettermaxen in die Wipfel steigen lässt, gibt es den Klettereinstiegskurs. Hier werden Ausrüstung und Klettertechnik erläutert. Dabei gilt, ohne Grundkurs kein Kletterspaß. Ja, der Einführungskurs sah vielleicht billig aus, aber das waren vielleicht, ja, 2 Meter. Wenn es dann richtig hoch geht, an die 10 Meter, wird es ein bisschen schwieriger. Was sind denn die wichtigsten Sachen, ganz kurz und knapp, die man beachten sollte? Das Allerwichtigste ist einfach, dass man sich mit den Karabinen immer sichert. Das heißt, auch wenn ich mich umhänge, dass einer immer drin ist, dass man die nacheinander rausnimmt, so, ne? Sonst, wenn man beide in der Hand hat, hat man was falsch gemacht und ist ungesichert. So, ne? Ja, dann beachte ich alles, beachten wir alles, Steffen. Und dann sind wir jetzt also startklar, um in die Lüfte zu gehen. Genau, jetzt geht's nach oben. Okay, alles klar, machen wir das. Das ist schon manchmal zu viel für manche Hausfrau hier, aber trotzdem, Zeller TV geht dahin, wo es gefährlich ist, zum Beispiel in die Höhe. Huch. Da kann gar nichts passieren, man ist ja immer gesichert hier mit dem Karabiner. Seil ist frei! Lügner! Ich weiß ja nicht, ob es rüberkommt, aber ich mache das alles viel schneller als der Steff. Hui. Jetzt mal ehrlich, der ist nicht talentiert, oder? Nicht wirklich. Er geht hier wie auf Eiern, der Link. Hast du einen besseren Partner? Super! War super!
Das ist hier der Parcours A. Es gibt genau drei Parcours. Hier A, B und C. C ist was für Helden. Wir sind jetzt auf A, wie gesagt. Jetzt können sich den Rest zusammenreimen. Oh. Indy! Ich hab's gepackt! Kasi, macht das heute auch noch Spaß für dich so, wenn du den Parcours A läufst? Man, den kannst du auch in- und auswendig, oder nicht? Ja, natürlich kenne ich die Parcours in- und auswendig, aber es macht immer wieder Spaß. So, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Das ist natürlich eine andere... ich gucke mir den auch unter einem anderen Blickwinkel an. So, ne? Weil es auch immer wieder Sachen gibt, die irgendwie ausgewechselt werden müssen oder irgendwie verbessert werden und so. Und von daher verliere ich da auch nicht Lust dran, immer wieder drüber zu gehen. Seid ihr dann euer eigener TÜV oder gibt es da Sicherheitsbestimmungen? Wir sind natürlich erstmal unser eigener TÜV, weil wir die Anlage täglich kontrollieren und auch sofort irgendwie Sachen verändern, wenn uns was auffällt. Oder es ist halt eine Anlage, die ist immer irgendwie in Bewegung. Und natürlich gibt es immer wieder was zu reparieren. So, ne? Aber einmal im Jahr ist auch tatsächlich der TÜV bei uns. Da haben wir lange noch jemanden gesucht, der sich mit solchen Anlagen auskennt. Man hätte einfach irgendwie den nächsten TÜV nehmen können, aber die haben halt keine Ahnung von solchen Anlagen. Und wir haben jemanden gefunden in Lörrach, der kommt extra aus Süddeutschland und der nimmt so Kletterwälder an. Wenn Sie mal hier hinkommen sollten, merken Sie sich, die mit den roten Helmen, das sind Helfer. Wenn Sie mal in Not sind, einfach nach jemandem mit dem roten Helm fragen. Und die mit den roten Köpfen, das sind dann Leute wie wir, die sich ein bisschen schwer tun bei dem warmen Wetter. Ah. Man fühlt sich ja wie die Ewoks, die kleinen Knuddeltierchen aus Star Wars. Ich bin der Anführer. Die Ewoks waren nie klettern, nie. Natürlich. Wann? Sie springen auch von Baum zu Baum wie Tarzan. Das ist ja eine Besonderheit jetzt mit der Rolle, ne? Gibt es das auch wieder im Parcours? Jetzt ist vor allem das Spannende, das erste Mal musst du jetzt auf dein Material komplett verlassen, ob das denn tatsächlich hält. Vorher hast du ja im Prinzip, warst du zwar gesichert, aber du hast dich festgehalten, du warst mit den Füßen, hattest du was und jetzt musst du erstmal reinspringen. Auf geht's. Angekommen. Bahnfrei für Herrn Reeder. Ich bin mal gespannt, ob das Seil hält. Er bemühte sich stets. Wie Fallobst. Helft einer den dicken Jungen! Was war los? Ach, mein Hintern hing durch. Ich bin mit dem Popo auf die Kante geknallt und dadurch bin ich zurückgeschnellt worden. Also alle mit Popo aufpassen an dieser Position. Ja, liebe Zuschauer, wir wagen jetzt mal Parcours C. Da können wir die Kamera leider nicht mitnehmen, aber wir zeigen jetzt noch ein paar schöne Bilder von diesem wunderschönen Kletterwald. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss. Wie Sie sehen, kann man in Brühl so richtig hoch hinauskommen. Aber nur, wenn man schwindelfrei ist. Das ist richtig. So, wir machen uns auf den Weg zu dem nächsten Gast, und zwar zu Brühls berühmtesten Sohn, Rainer Kallmund.